Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Grand Ages Medieval. Boah, bin ich wieder drauf gespannt. Ich spiele jetzt auf privaten Mittel, also ich kann euch hier zeigen, Laden. Ich habe hier Kaufmann und da sieht man schon, wenn man drauf geht. Was ist hier noch? Hier. Ich bin Großkaufmann und im Jahre 1069, am Woche 8. Ich habe fast eine Stunde jetzt gezockt schon. Und ich habe jetzt gleich den Dreh raus. Ich glaube, ich habe jetzt den Dreh raus. Und das kann ich jetzt mit Stolz sagen, die Kampagne ist nicht wirklich so, also zum Let's Play ist die, glaube ich, nicht so wirklich cool. Ja, nehmen wir das mal. Ich mag wieder ein Pferd haben. Ja, es kommt jetzt auch dann ein, passend zu meinem momentanen, weißt du was, wir machen jetzt mal komplett zufällig hier. Zufällig. Start normal, Startcomputer von der KI niedriger. Fortgeschritten, normal, Profi. Dann nehmen wir normal. Europa, man kann hier auch einstellen, ich finde so geil. Hanse, Mittelmeer, Osten, Schwarzmeer. Genau, wo man machen will. Ich hoffe, dass wir hier starten oder da oben. Oder auf Korsika, das wäre natürlich auch grenzgenial. Dann können wir die Inseln einnehmen und dann müssten wir halt per Schiff zum Beispiel nach da unten einrücken langsam. Ja, es ist ein Star Stable, glaube ich, heißt das Spiel. Es ist ein Pferdespiel. Das hört sich jetzt blöd an. Ist aber... Nicht euer... What the fuck? Da wollte ich nicht starten. Guck mal, wo wir sind, Leute. Grenzgenial. Das ist ja grenzgenial! Okay. Das Wichtigste ist jetzt erstmal Händler anwerben. Und ich tue gleich immer noch zwei Wagen dazu. Dann brauchen wir jetzt auch unser. Aufsetzen! Ja, meine Stimme ist auch nicht wirklich meine Beste. Mir hat diese Woche leider meine Stimme versagen angefangen. Muss ich leider sagen, also die ist diese Woche nicht mehr wirklich im besten Zustand. Da ist aufsetzen. Magdeburg. Weil ich habe jetzt letztes Mal. Obelisk anschauen. Ach nee. So weg da, weg da, weg da. Lauf! Scheiße. Das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel. Scheiße. Schon wieder in den Kampf verwickelt. Ich frage mich gerade, wer gewinnt. Oh oh, 1-1. Oh oh. Also entweder endet es jetzt gut oder schlecht. Also beginne, ich würde mal fliehen. Verschwinden wir! Ja, FIFA verschwinden. Fast da. Weil normalerweise tun die nach einer Zeit, wenn man auch sie nicht gleich von Anfang an drum und ha, guck mal her. Tun die wie gleich ich mit. Sehe, alt mir mein an das fangen die nicht auch an, dir das Geld zu geben? Das ist voll cool. Gut's Lohn. Und letztes Mal habe ich nämlich hier begonnen. Kein Ding. Und hab dann Nürnberg angegriffen. Nein, nein, nein! Hör auf! Oh, ihr seid so... Flieh! Verschwinden meine wir. Fresse! Ja. Wir fangen jetzt ganz simpel an. Okay, wir haben hier Weizen. Was haben wir denn... Was können wir denn hier alles produzieren? Essensmittel. Dann würden wir schauen, dass wir Essen nach oben bringen auf jeden Fall. Tun wir zwei ausbauen. Holz zwei ausbauen. Holz auch zwei ausbauen. Das produzieren wir zwar schon über, aber wir tun jetzt alle mal zwei, um zwei vergrößern. Weil dann kann man normalerweise auch nichts falsch machen. Und als nächstes schauen wir, dass wir dann Worms zulegen, weil mit der Stadt habe ich wirklich gut Profit gemacht. Weil ich habe wirklich mit der Stadt Profit gemacht. Ich hatte hier ein plus 700, 800. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das hinkriegt habe. Okay, dann bauen wir mal hier aus. Das steigt her, das steigt schon alles. Die Überproduktion ist jetzt auch weg. Da, schaut's. Ich krieg das jetzt schon hin. So, wir haben jetzt den Händler. Der Händler. Nein! Ich wollte auf den Händler klicken. Scheiße. So. Der Händler, der kriegt jetzt erstmal die ganzen Karren von der Stadt. So. Ja. Und dann tun wir dem jetzt erstmal die Anfangsroute zulegen. Und zwar, der soll so erstmal. Für den Anfang. Route aktiviert. Und letztes Mal habe ich durch die Route hier gleich mit dem, mit einem Karren plus 22.000 oder so hingekriegt. Okay, ich habe auch eine halbe Ewigkeit gezockt, muss man dazu sagen. Der hat jetzt ein bisschen Bier dabei, ein bisschen das und das. Ja.
Schauen wir mal, jetzt muss er noch das da ein bisschen ausbauen. Arbeiter fehlen, aber die werden jetzt, glaube ich, auch immer mehr. Ne, es fehlen. Jetzt hat. Und wir haben schon 900 Einwohner. Zap, so schnell kann man es machen, das Spiel. Also, ich war, glaube ich, letztes Mal wirklich die ziemlich dumm. Da wir haben nicht plus 20 momentan sogar. Ich zeige euch gleich mal, was man machen kann, wenn man richtig lustig ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon vorzeigt habe alles. Na, schau mal, wir sind jetzt bei 1300 Einwohnern. Wenn man richtig lustig ist, geht man hier auf Ausbauen und klickt dann hier unten drauf. Dann baut man nicht alles auf einen Schlag aus. Dann würde ich sagen, bauen. Wir schauen, dass wir jetzt mit dem Ding allein schon mal ordentlich Plus machen. Hier machen wir auch schon gut Plus. Worms hat jetzt gerade ein bisschen Probleme. Ja. Ja, genau, wir können ja hier noch ausbauen. Und zwar, wir machen immer, ich mache jetzt immer zuerst Metallentwicklung, weil das kann, das wird wichtig. Und dann tue ich normalerweise, das ist möglich, den Schiff des Bauhofs. Tue ich immer mal das hier nehmen. Und Militär natürlich, auf Schelle Soldaten. Ich glaube, ich tue nachher mal auf. Ich sollte mal auf Pikiniere setzen. Die hier sind, ich habe jetzt nicht auch rausgefunden, die können wir nicht bauen, die beiden. Die gibt es in unserem Land nicht. Wenn man jetzt hier speziell auf die drauf klickt, steht hier. Nur in der Region Deutschland und Arabien rekrutierbar. Die hier Nordafrika und Balkan, die sind überall rekrutierbar, die auch hier. Die hier sind in Frankreich und Polen rekrutierbar. Die hier in Region Russland. Die hier Britannien, Kaukasus. Die hier Byzan und Kiew. Und die hier in Skandinavien. Und die sind Italien und Spanien. Oh, komm schon. Das sind unsere wahrscheinlich besten Einheiten, die wir haben können. Ich kämpfe mit der Stahlrüstung und Morgenstern. Hiebwaffe ausgerüstet ist Bonus gegen alle Stabwaffen. So, und das sind Schiffe, Werft. Also da können wir dann eine Werft bauen. Das wird uns interessieren, wenn wir entweder nach oben oder nach unten in den Krieg ziehen langsam. Also hier irgendwo. Und dann nach Britannien einmarschieren. Jetzt interessiert uns erstmal, wie weit geht denn unser ganzer Baukraft? Der schaut her, guck mal. Läuft doch. Jetzt will uns schon wieder die Arbeiter. Ich finde das so geil. Ich lieb das. Oh, das Spiel ist so geil. Okay, jetzt sind wir bei Minus. Ah, lol. Jetzt geht die Kohle gerade wieder runter. Also wahrscheinlich, weil jetzt die Arbeiter eingestellt werden. Und so alles drumherum. Jetzt geht es halt wieder ein bisschen runter. Und ich verstehe auch nicht genau, was sie. Die Bürger fürchten sich vor einer Rezession, doch es gibt keine negative Auswirkung. Aufschwung. Die Bürger fürchten sich vor einer. Wir tun jetzt einfach mal das Essen ein bisschen erhöhen. Um 2. Jetzt fehlen natürlich überall die Bauwaren wieder. Nein, ich habe auf alles geklickt. Das kann passieren, wenn man es falsch macht. Ups. Upsi. Upsi. So, was ich dann immer als erstes gleich mal anfange, wenn wir zu bauen, ist eine Kaserne. Natürlich wichtig. Und vor allem, wir müssen jetzt schauen, dass wir dann unsere Handelswegrouten ausbauen. Wir haben jetzt 100.000. Kein Ding. Und ist nicht am Anfang mal 300.000, aber ich brauche schon wieder so viel. Diplomatie. Willkommen. Was könnt ihr mir bieten? Einfach 1000 und ein Bündnishandelabkommen und schau mal, wie er darauf reagiert. Seid ihr schwer von Begriff? Oh. Was könnt ihr mir bieten? Und dann bieten wir ihm jetzt einfach mal, sagen wir 10.000. Euer Angebot. Angenommen. Liegt in der Nähe. Dann gehen wir nach Gützlün und fragen ihn, ob er für. Was habt ihr mir zu unterbreiten? 10.000 auch ein Handelsabkommen annimmt. Vorschlagen. Ja, euer Angebot. Gut, dann können wir jetzt mal zu unserem Händler und ihm die Route erneuern. Wir müssen schauen, dass die hier nicht mit den Typen da drüben anhängen. Und der da vor allem da oben nicht und nach da drüben. Weil, wenn ich mich nicht, ihr ist hier ein Spieler. Und in jedem Staat hier, also bedeutet Frankreich, ich bin der Einzige in Deutschland hier, der jetzt sozusagen diese Idee hat. Und hin und her. Aber wir müssen halt schauen, dass wir wirklich die Einzigen auch bleiben. Weil sonst wird das nicht so gut funktionieren. Da ist ein Dolem. Schauen wir mal, was da drin ist. Und es wurde verkauft für 9.000. Nice. Okay. Da wurde wieder was gefunden. Ein Warenhaufen. Ja, löst 26.000. Zack, haben wir schon unser ganzes Geld wieder zusammen. Wo war das? Ist das? Da. Ist auch ein liegt Warenhaufen. Nice. Für 19.000. Und was liegt darum? Ein Karren.
18.000. Gut wie angekommen. Ziegel. Nice, okay. Und wenn wir jetzt hier wieder raus? Fast da. Bahnhaufen. Noch ein bisschen was. Schaut, und schon machen wir wieder schön Geld. Liegt in der Nähe. Und da ist Paris. So, Paris ist schon mal feindlich momentan. Sagen wir es einfach mal. Da drin scheint noch nach dem Bahnhofen zu sein. Fast da. Da ist ein Obelisk, den erreichen wir aber nicht mehr. Zielort ist zu weit entfernt. Liegt in der Nähe. Und wir müssen halt genau diese Grenze hier mal verteidigen. Kann es sein, dass das die deutsche Grenze darstellen soll? Nee, kann nicht. Hätte mich schon gewundert. Aber es kommt fast so dran, das ist es halt, ne? Aufsetzen. So. Wie geht's unserem Händler? Der macht ordentlich Profit, 28.000. Passt doch. Gut. Ich würde jetzt gern einzeln updaten, und zwar den hier. Wähle die Anzahl der Betriebe, die gebaut sind. Ich kann nicht ausbauen? What the fuck? Das kann doch jetzt nur ein Bug sein, oder? In der Stadt gibt es bereits 30 Betriebe. Errichte eine Kapelle, um mehr okay. Verstanden. Oder jetzt brauchen wir eine Kapelle. Wir haben ja schon 3100. Das ging jetzt ein bisschen flott. Okay. Aber jetzt will ich auch meinen verfügbaren Trupp hier nehmen und mal gucken. Alt hier. Hier mal Kohle. Und ich hätte gern wieder eines der so Kohleeisen. So beides drin hat. Das klingt gut. Also zum Beispiel, jetzt schauen wir mal nach hier. Wir wandern los. Wie schaut's hier aus? Hier haben wir Kohle, okay. Hier haben wir Eisen, aber keine Kohle. Also los. Gehen wir weiter vor. Das klingt gut. Ah, das wird jetzt wieder schwer, einen schönen Punkt zu finden, wo wir bauen können, ne? Da unten? Wir wandern los. Der Worms könnte doch bestimmt ein Punkt sein, oder? Hier irgendwo so eine kleine Stadt errichten. Leute, was ist jetzt passiert? Hä? Wieso das jetzt? Nein, ich will ins Spiel rein. Lass mich wieder rein. So, gut. Hier. Das klingt gut. Jetzt müssen wir hier halt erst einen Punkt finden, wo man bauen kann, ne? Das ist wieder die andere Sache. Hier haben wir zum Beispiel alles. Halt kein Fisch, aber wir haben Kohle, Eisen, Holz, Felle, Honig. Also los! Die Idee finde ich gut hier. Es wird Straßburg. Ein schönes Land. So, jetzt haben wir unseren Bautrupp, glaube ich. Nee, Bautrupp hat man gar keinen, ne? Scheiße. Den können wir uns noch schnell anwerben. Bautrupp. Ja, und ihr seht auch schon, irgendwie läuft es diesmal alles besser. Ich habe diesmal auch nicht einen Plan. Worms müssen wir dann bald einnehmen. Worms liegt in der Mitte und das kann man... Straßburg ist ja richtig, oder was? Ah, nee. Stimmt, dieses Ding macht immer das, wenn was... Ding ist. Wir wollen von der nach da. Nee, und nach da. Nein, scheiße. Von hier nach da. Das ist ja der Zwischenpunkt. Gut. Sieht gut aus. Ich gehe noch von hier nach da. Was vielleicht der hier drüber geht. Genau. Ein schöner Weg. Zap haben wir unser Ding jetzt auch verbunden. Und dann können wir zum Beispiel dann das so ausbauen, dass wir ihm sagen. Schau mal her. Wir tun deine Route jetzt leicht verändern. Du darfst jetzt dann noch mit damit rücken. Viel Spaß. So. Dadurch wird natürlich die Route auch leicht beeinträchtigt. Aber jetzt nehmen wir unseren Bautrupp und sagen, schau mal. Wir haben hier ein paar Straßen, die sind ein bisschen langsam für unsere ganzen Händler. Bau die doch mal bitte aus. So. Wir bauen alles aus. Der braucht jetzt 13 Metallwaren. So, wir haben keine Metallwaren. Es wird blöd. Oh, scheiße, da muss ja auch die Brücke mitbauen. Och, nee. Hab ich jetzt gar nicht mitbedacht. Brot können wir noch nicht machen. Aber wir haben hier Weizen. Wir haben hier Honig. Das wird eine Stadt. Und wir können nur 5 Waren machen, ne? Dann nehmen wir Weizen hier raus. Honig drin? Nee. Felle. Früchte. Metall, Kohle. Das. So.